Hi, ich bin Belan und stelle euch die neuen Hybrid-Birnen und Hybrid-Becher von Mago vor. Und wir fangen gleich mit der Hybrid-Birne an. Die Clarinette spricht dank dieser Hybrid-Birne viel leichter an, wirkt kraftvoller und für mich persönlich kein Widerstand. Ich fühle mich komplett frei dank dieser Birne. Die Birne besteht aus dem inneren Kern aus Grenadil ummantelt aus Kokobolon. Das heißt, die klingt kraftvoll, aber auch schön weich. Ich habe keine Probleme, die hohen Töne anzuspielen, wie vorher zum Beispiel mit der üblichen Standardbirne. Die klingt einfach weich und tut nicht weh in den Ohren. Für mich persönlich einfach die beste Birne, die ich bis jetzt angespielt habe. Jetzt kommen wir zu der Hybrid Brassbirne. Das ist die Weltneuheit der Clarinettenwelt. Es besteht aus Harz mit Metallteilchen, ein Eigenkomposit, ummantelt aus Kokobolo. Matthias Gubler aus der Schweiz hat jahrelang experimentiert, um so eine Birne herzustellen, das mit Erfolg. Als ich das erste Mal es angespielt habe, das war bei RZ, bei Milan, ich war total begeistert. Ich wollte unbedingt diese Birne haben. Das hat einen klaren, vollen Ton und trotzdem weich. Es hat einfach eine eigene Farbe, anders als bei anderen Birnen, die ich bis jetzt hatte. Ich bin ja Studiomusiker und komponiere meine eigenen Songs und spiele viel mit Equalizer rum, damit ich einen perfekten Sound kriege. Und diesen Sound habe ich dank dieser Birne schon fertig. Das heißt, ich muss nichts machen. Warum empfehle ich euch diese Birne? Weil die einfach perfekt ist. Das dachte sich Milan aus RZ auch und der Matthias und haben jetzt sogar die Clarinette entwickelt. Die Hybrid-Clarinette, die einzigartige und die neueste Technologie der Clarinettenwelt. Vielleicht kommt ja mal demnächst von RZ und Matthias ja auch für eine G-Clarinette. Darüber würde ich mich freuen. Und hier kommen wir schon mal zu der Becher. Die besteht aus Kokobolo mit dem Ring aus Carbon. Und wie ihr hier sehen könnt, ist ein Ring aus Grenadil gefertigt worden. Die Clarinette klingt weich und trotzdem direkt dank dieser Grenadil-Ring. Ja, und jetzt kommen wir zu der Standardbirne von Mago und RZ. Besteht ebenfalls aus Carbonring und ist aus Grenadil gefertigt. So, jetzt spiele ich euch ein paar Stücke vor, damit ihr euch ein eigenes Bild, ein eigenes Höreignis machen könnt. Viel Spaß beim Zuhören.